Ja, damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einem neuen Format. Das Ganze wird ein sogenanntes Let's Test sein. Da werde ich verschiedene Spiele ab und an mal anzocken. Wird etwas so immer halbe Stunde gehen, ein Video. Ja, es werden wahrscheinlich hauptsächlich Spiele sein, die ich auch selber daheim habe. Oder solche kostenlose Free-to-Play-Spiele. Die werden wir dann aber wahrscheinlich im Multiplayer spielen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Also anfangen tun wir mit dem Seilbahn-Simulator 2014. Das nächste Video habe ich auch schon aufgenommen. Ja, falls ihr wollt, dass es davon ein Let's Play gibt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Und es fliegt hier so eine Fliege, ich verschwinde. So, ich würde einfach mal sagen, ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt. Ich würde einfach mal sagen, wir starten ein neues Spiel. Ja, neues Spiel. Ich nehme mal den... Ich nehme mal den Winter, so. Spiel starten. Ich hoffe, es klappt da alles mit dem Mikro. So, also hier seht ihr verschiedene, ja, wie soll man sagen, verschiedene Regionen. Wir müssen hier oben anfangen mit Block, was auch immer das ist. Und dann gehen wir mal auf Spielen. Muss ich gucken, nicht, dass ich die Zeit vergesse. Okay, halbe Stunde etwa. Was ihr gleich sehen werdet, hier ist so eine Einführung. Ich habe es ein bisschen noch nicht geschafft, diese nicht zu bekommen. Weil die geben euch so Sachen vor, mit denen ihr halt weiterkommt und mit denen ihr Geld verdient. Weil rein von den Fahrtickets verdient ihr eigentlich nicht recht viel, sage ich mal. Deshalb kommen immer so Einführungen, dass ich das bauen soll und da mal was kaufen soll und das und machen soll. Das werdet ihr dann alles noch sehen in der halben Stunde. Aber ich würde dann einfach sagen, fangen wir an. Also, willkommen in Ihrem ersten Gebiet. Sie haben den Seilbahnbetrieb Ihres Onkels Bob geerbt. Der letzte Wunsch des entfernten Verwandten ist, dass Sie seine Firma übernehmen und ihr zum neuen Erfolg verhelfen. Viel Erfolg. Viel Spaß. Viel Erfolg. So, Bau einer Seilbahn. Das Gebiet soll für Wintersporttouristen vorbereitet werden. Öffnen Sie den Baumodus und bauen Sie eine Seilbahn zur nahegelegenen Skipiste. So, ich drücke OK. Das ist... Also mit dem Pfeiltasten kann ich mich bewegen, mit WASD auch. Das Ganze habe ich ja hier schon mal gespielt. Das hier unten ist zum Beispiel hier der Baumodus. Hier seht ihr alle Lifte, die man bauen kann. Hier, da so. Was das genauere zeige ich euch nachher noch. Hier dann noch eine Skipiste. So, da drüben. Also, ich kann auch rauszoomen. Hier ist auch eine. Da kommen wir dann nachher noch hin. Aber ich soll jetzt erstmal eine Skipiste nahegelegen der einen Lift nahegelegen der Skipiste hier machen. Deshalb gehe ich jetzt hier drauf. Und da ich am Anfang ja nur diesen einen habe, kann ich ja natürlich nur den haben. So. Jetzt haben wir hier. Also wer Ski fährt, weiß es ja, wir haben hier eine Station. Und da oben eine Station. Und jetzt müssen wir mit Hilfe diesen Pylon. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie geht denn drehen. Ah ja, mit Mausrad halt nicht drehen. Mit Hilfe von diesen Pylonen müssen wir dann hier eine gescheite Ebene haben. Weil das Zeichen bedeutet zum Beispiel, dass es Seil zu niedrig ist. So. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Wir können hier auf der Linie von diesem Seil können wir die Pylonen hinmachen. Ich mache jetzt einfach mal den nächsten, mache ich mal hier hin. Und dann können wir hier alles auswählen, die Höhe, also wir können richtig hoch machen, seht ihr ja, das ist mega hoch, aber das brauchen wir alles gar nicht. Ich habe so hohe, glaube ich, noch nie gebraucht.
Und dann können wir hier noch die Räder, den allgemeinen Räderwinkel machen, so, dass das Seil oben ist und das Seil unten. Jetzt brauche ich aber hierfür eher so gerade und hier noch den Winkel, wie die Räder stehen. So. Und wenn dann hier nichts mehr rot ist, kein Seil, nichts mehr rot, dann könnt ihr diesen speichern. So, dann würde ich sagen, machen wir doch den nächsten hier hin. Muss ich kurz gucken, okay, das steigt steil an. Also müssen, machen wir den etwa so hoch. Und setzen natürlich das Seil unter die Räder, damit es ja nach oben geht. So, das war ein bisschen zu viel. Das ist immer noch zu viel. So, der passt auch. Man kann ja die Pylonen nach und nach auch noch bearbeiten. So, dann gucken wir mal, wo es am geschicktesten ist. Ich glaube, hier. So, wie ihr seht, das geht natürlich gar nicht, den müssen wir etwas höher setzen. So, noch ein bisschen. Dann den Winkel. Passt es da unten? Ja, passt alles. So, weiter geht's. Dann ist hier der nächste. Also wie ihr seht, das ist schon ziemlich steil. Ups, das wollte ich nicht. So, wie ihr seht, müssen wir jetzt ja die hier bearbeiten. Also sonst weiß ich nicht, können wir das so machen. Ich glaube, das sieht besser aus, wenn die unten drunter sind. So. Also wirklich halt ein Ski-Simulator oder Ski... Scheiße, wie heißt's? Skilift-Simulator, genau. So. Das Gute ist ja, ich fahre selber Ski und interessiere mich ja eher auch für so Lifte. Also ich habe die auch schon mal für meine Modelleisenbahn und alles gebaut. Kann ich euch sagen, ist recht interessant. Sowas. Vor allem, wenn man diese Räder so platzieren muss, dass die sich auch noch drehen, dann ist es natürlich ja ein Haufen Geschäft, das man da machen muss. So. Aber jetzt würde ich sagen, das passt. So alles. Wir haben hier nichts mehr und dann können wir den bauen. Ja, ich möchte diesen bauen. So, das war mein Handy. Machen wir den ein bisschen schneller und machen den Preis so auf 2 Euro. Das ist immer noch grün. Auf 3 Euro. Ja, machen wir auf 2,50. So. Gut. Und jetzt kommt nämlich der nächste Tipp. Ich soll hier ein Lift bauen. So, das heißt... Upsa. Wir bauen hier einfach gleich den nächsten. Jetzt habe ich Schluck auf. Alter, leck mich. So. Station platzieren. Nein, Handy. Sei ruhig. So. Oh Gott, das geht aber sehr schnell nach oben. Wir tun den noch ein Stückchen hoch. So. Heieie. Da würde ich sagen, tun wir da noch einen hin. Hier können wir ein bisschen weniger machen. So.
So, so, so. Und den letzten können wir eigentlich dahin platzieren. Oh. Okay, der sitzt schon ziemlich hoch. Ja, neu positionieren bitte. Na, dann setz mal einen noch da rein. Okay, aber nicht so hoch. So vielleicht. Nein. Und dann einen noch hier. So. So, noch ein bisschen mehr. Okay, stimmt's an dem wieder nicht? Oh. So, speichern, bauen. Ja. Wunderbärchen. Machen wir da auch mal 2,50. Oh, das ist schon zu hoch. Nochmal 1,50. Oh, jetzt juckt's mich. Alles klar. Was müssen wir jetzt machen? Ah, jetzt geht's rüber an die andere Skipiste. Auch nicht schlecht. So, du benötigst eine Seilbahn für die zweite Skipiste. Also es wird eine Seilbahn für die zweite Skipiste benötigt. Ja. Da machen wir auch mal den, oder? Ja. So. Sind wir da runter? Das war nur ein bisschen also nicht ganz verstehe, wie kommen die Leute wieder da nach hinten? Ja, egal. Das ist nur eine Simulation. Ja. Nicht das wahre Leben. So. Alles klar. Platzieren wir mal da. Das ist da wieder zu niedrig. Machen wir mal die niedrigste Stufe, wie es geht. So. Dann machen wir den mal dahin. Oh. So. Alles klar. Können wir den bauen? Jupp. Machen wir da, gucken wir mal, ob wir, wie weit wir kommen. 2 Euro. Machen wir mal 1,80. Was wird denn jetzt schon wieder benötigt? Am Fuße der Skipiste soll eine Seilbahn entstehen, damit die Touristen einfach zum Campingplatz gelangen können. Aha. Ah. Okay. Alles klar. So, oh, ja, okay. Ja, speichern. Was ich auch hier cool finde bei dem Spiel ist die Musik so total. Da ist Wolf. Oder was auch immer. Ich finde die Musik hier so entspannt. Muss man echt sagen. Aber ich glaube... ich habe wirklich, glaube ich, nur das einzig Gute an dem Spiel. So. Haben wir den auch gebaut.
Medium oder auch mal ein bisschen hoch, so teuer machen wir mal 1,60. Ja, was denn jetzt bauen? Es soll eine Einseilumlaufbahn zwischen der nahegelegenen Mine und der Skipiste entstehen. Im Forschungsmenü können Sie diesen Seilbahntyp erforschen. Öffnen Sie das Forschungsmenü und investieren Sie in die Forschung neuer Seilbahnen. Okay. Machen wir mal 20 am Tag, damit es auch schneller geht. Standseilbahn. Okay. Dann müssen wir jetzt kurz warten. Und ich kriege auf jede Mission, die ich abschließe, 2.500 oder 2.000, irgendwie sowas. Achso, das ist... Ich war doch gerade im Baumenü. Achso, so ging's ja auch, ja, okay. Und ich brauche nur die Maus dazu. Oh, mein Headset drückt. So, wir können ja hier mal das Hotel... das Hotel hier kaufen. Ja, möchte ich. Ja. Ne, verbessern möchte ich es bitte gerne noch nicht. Kann ich hier noch irgendwas kaufen? Nee, egal. So. Ach ja, genau, jetzt soll... Soll von hier nach hier drüben so eine Bahn entstehen. So, dort kann ich noch nicht kaufen, aus welchem Grund auch immer. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Okay. Wo waren nochmal die... Ah ja, genau. So, wie lange brauchst du noch? Nicht mehr lange. Dann mach mal hin, ja. Hier, kann ich die... Ah ja, die kann ich schon kaufen. Ja. Aufwerten, warum? Ach so, dann kriege ich mir einen da. Ja, das brauche ich jetzt noch nicht. So, was ist das? Erforschen einer Bahn, ja, das ist gleich fertig. So, Lidium. Ich kann das hier alles mal wegmachen. Ah. So viel dazu. Ja, ist in Ordnung. Ich würde das gerne erstmal alles löschen. So. So. Eine Einseilumlaufbahn. Alles klar. So. Ui, da geht's ja nach oben. Okay. Machen wir mal so. Da kann ich nicht platzieren, aber da...
Da müsste ich dann mehr krümmen. So. Den setzen wir höher. Ausrichten tun wir nachher. Okay, da ist anscheinend ein zu großer Abstand dazwischen. Deshalb mache ich da noch eins rein. So. Und dann da noch. Ich hoffe, das ist jetzt kein zu großer Abstand. Nee. So, und jetzt die Pfosten ausrichten. So. Gott. Oh, 3200. Alles klar. So, den Preis setzen wir jetzt mal hoch. Was eine Information. Ah, okay. Vielleicht wenn ich hier eins unterdrehe, ist immer noch gleich. Alles klar. Aber wie viel machen wir denn? 4 Euro. Ist immer noch auf grün dann. Naja, machen wir mal so. Wat, wo geht's denn jetzt hin? Gott, oh Gott. Die Burg soll an das Seilbahnnetz angeschlossen werden. Von mir aus. Oh Gott. Bestell gehen das nach oben. Ach du Heilige. Ach du Heilige. So, das eindeutig zu wenig Abstand. So, hier kriegen sie nochmal unter die Räder. So. Also jetzt passt hier nicht mehr. Ja, okay, war vielleicht ein bisschen zu arg. So. Alter Schwede. Okay, so schnell habe ich auch noch nie was gesehen. Die Demo noch nach oben. So. Und dann hier noch drüber. Da-di-dum. So, alles klar. Ja. Oh, Geld mal ein bisschen hoch. So. Boah, da kommt... Guck, da merkt ihr, der lässt mich überhaupt nicht frei spielen oder sowas. Ich kaufe ein Hotel. Okay. Mach ich. Abgekauft. So.
Was ist jetzt los? Jetzt muss ich das bestimmt... Jawohl, ich wusste's. Das zieht sich hier erstmal runter. Auf 10. So. Jawohl. Oh lol. Cool, Barre. Cool, das ist ein 6-Lifter. Egal. Hier können wir ja ruhig so ein... Kann ich gar nicht. Leck mich! Da wollte ich jetzt einen Tellerlift hinmachen. Das darf ich denn nicht. Okay, dann so hier höher. Und da... Weiß ich nicht. So, passt, oder? Passt, jawohl. Bauen. Ja. Oh, oh, auf 2 Euro. So, fertig. Uiuiui, was denn jetzt noch? Bauen Sie eine Bahn, um eine Verbindung zum Hotel zur Pilgerkirche zu schaffen. Wo sind die bitte? Ach, da oben. Ich könnte hier auch mal laufen. Ganz ehrlich. Hey. So. La la la. Oh, das war ein bisschen viel. So. So, so, so. Ah. Dann da. So, und jetzt noch da eins rein, so. Perfekt. Bauen. Jawohl. So, eins, zwei, so. Soll ich die Pilgerkirche kaufen? Alles klar. Also wie ihr seht, es ist eigentlich nicht schwer, weil ihr macht einfach immer nur das, was euch der Typi sagt. Oder was euch das Tutorial sagt. Also ich soll das jetzt auch noch aufwerten. Okay. Um einem großen Touristenantrag bei der Burg und der Skipiste gerecht zu werden, muss kurzfristig die Bahn effizienter fahren. Wie? Öffnen Sie dazu das Stationsdetailmenü. What? Warum soll die effizienter gemacht werden? Oh Gott. Wie, Verbesserungen oder was? Gibt's nicht. Sanieren. Auch nicht. Was muss ich denn jetzt machen? Zustand kann man ja lassen. Aber warum ist das Hotel nur auf halb? Ach so, wegen. Ja.
erwartete Touristen. Sind wir jetzt warten, bis da 25 Touristen hochgegangen sind, oder was? Okay. Habe ich die Burg schon gekauft? Oh Gott, ich will dich auch noch wieder. Nicht im Besitz, dann kaufen wir sie halt. So. Was ist das? Okay, gehört nicht uns. Hier kann ich jetzt noch was bauen. Denn wir nähern uns ja so langsam dem Ende. Oh, hier kann ich nur das bauen, okay. Also wie ihr seht, eine Simulation, die einiges zu wünschen übrig lässt. Also man hat hier vorgeschriebene Sachen, wo man die hinplatzieren muss. Das ist vielleicht nicht so gut, finde ich jetzt, aber... Klar, in echt kann man auch nicht einfach sagen, ja, komm, wir bauen jetzt da einen Lift hin. Das geht natürlich auch nicht. Aber... Ja, so ein bisschen mehr Freiheit würde ich dem Spiel schon raten. Dann wäre das bestimmt auch um einiges besser. Ach du Scheiße, wie lange geht denn das bitte? Wie lange geht denn das? What the shit? Wann geht's denn wieder hoch? What? Hier geht's wieder hoch. So. Nee, eigentlich nicht, aber... Komm, den Lift bauen wir noch und dann würde ich sagen, was ist es auch genug für ein Letztest. Man soll ja nur ein bisschen ins Spiel reinfinden. So, und euch ein bisschen das Spiel zeigen. Und ich denke, das habe ich gemacht. Gut, bauen wir denn mal, wow, 4100, ist ja krass. So, der kostet einiges, weil der so lang ist. Kostet schon 5,50 €. So, alles klar. Dann kann ich ja auch hier aus Spaß gleich so den hier bauen wir noch, da bauen wir mal so einen hin. Nee. Ja, da können wir eigentlich eins in der Mitte hin platzieren, so richtig tief hier unten. So. Wunderbärchen bauen, jawohl. Auf wie viel kann ich denn das machen? Auf 0 und auf maximal 150. Okay, das ist ja schon mehr als schnell. Und dann kann ich ja hier mal aus Spaß mal alles hochsetzen. So. Wie viel das mich dann kostet.
Oder wie schnell ich dann auf Pleite bin. Das mache ich jetzt noch zum Abschluss so ein bisschen aus Spaß. Oh, schenkt mir mehreren das mal sein. Oh, hi. Ah, wunderschön. Okay, der Teppichbezug ist ja anscheinend schon fast fertig. Okay, das geht ja richtig schnell. Aber unser Geld geht natürlich auf Flöten. Fertig da? Sieht man die da? Tatsächlich. Ich kann ja hier Verbesserung. Kann ich das hier und das hier machen? Sehr geil. Motortuning. Was heißt das jetzt? Ich kann den Motor schneller laufen lassen oder was? Verbesserungen, Motortuning. Das heißt, ich kann ihn jetzt schneller laufen lassen. Was? Warum nicht? Was? Ich hab das doch jetzt gekauft. Okay. So, da sind wir auch gleich pleite. Solarpanel. What? Für was denn? Hochleistungsmotor. Lithium-Ionen-Akku. Jetzt sind ein paar Nachrichten eingegangen. Forschung abgebrochen. Nö. Wird keine Forschung abgebrochen. Achso, weil sie kein Geld mehr haben. Hehe. Also, dann war es das hier. Das ist der letzte Test, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.